Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir sind ja jetzt hier in Sonneberg in dem Astronomiemuseum und es gab auch schon einen Vortrag zu den Kleinstsatelliten. Wer den nicht gesehen hat, immer hier schön gucken. Und heute kommt ein Beitrag zum gleichen Thema Kleinstsatelliten von Professor Dr. Klaus Schilling von dem Zentrum für Telematik in Würzburg. Viel Spaß dabei und ja, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, ihr wisst ja, wie es geht. Ciao. Erstmal eine Freude, hier bei Ihnen zu sein und etwas mehr Richtung Technik. Und die Satelliten, das sind diese Größe. Ja, also 10 cm Würfel und trotzdem ein voll funktionsfähiger Satellit. Und nachdem die so klein sind, naja, sind sie natürlich auch schwach. Aber wenn viele Schwache zusammenarbeiten, kann man eine tolle Leistung zustande bringen. Und das ist das, was ich heute ein bisschen erzählen möchte. Vielleicht zuerst der Ausgangspunkt ist natürlich in der Lehre bei uns an der Universität. Und in Würzburg gibt es einen durchgehenden Studiengang mit Raumfahrt. Das heißt im Bachelorbereich Luft- und Raumfahrtinformatik. Im Masterbereich wird es dann eher international, englischsprachig auch. Der Bachelor ist in Deutsch. Und da sind dann verschiedene Masterprogramme. Im Elite-Netzwerk Bayern beginnt jetzt praktisch ein neuer Studiengang im Wintersemester mit der Satellite Technology. Und wer Interesse hat, kann das dann noch weiter vertiefen in Promotionsstudiengängen. Der Space Master läuft mittlerweile schon seit 2005 und ist international aufgebaut. Das erste Semester ist immer in Würzburg und nach Würzburg zieht dann das ganze Semester um nach Kiruna und hat dort in diesem Testgelände der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA den Space Campus. Und nach dem zweiten Semester verteilen sich die Studenten auf die jeweiligen Partneruniversitäten, also 6 europäische Universitäten. Das sind auch sehr stark diese Raumfahrtwissenschaften dabei, also Astronomie und Planetologie und all diese Sachen, zum Beispiel in Toulouse oder in Helsinki. Und die Studenten können sich praktisch fürs zweite Studienjahr aussuchen, an welcher der Partneruniversitäten sie die Spezialitäten weiter vertiefen wollen. Der Studiengang selber ist international aufgebaut, also die Hälfte kommt von außerhalb der EU. Und die anderen, der größte Anteil sind die Deutschen. Aber im Prinzip ist es offen für alle. Und die EU stellt in diesem Erasmus Mundus Programm für Ausländer, und zwar nur für nicht-europäische Ausländer, sehr gute Stipendien zur Verfügung. Wir haben deshalb auch sehr viele Bewerber, etwa 600 internationale Bewerber für nur 50 Studienplätze. Also eine relativ hohe Auswahlquote. Und wer das erfolgreich absolviert, bekommt dann ein Doppelzertifikat von den beiden Ländern, wo sie die meisten Credits erworben haben. Für die Europäer gibt es sehr prominente Partneruniversitäten, wo sie zum Beispiel Diplomarbeiten anfertigen können. Und die Studenten sind sehr erfolgreich. Sie haben auf allen möglichen internationalen Konferenzen ständig Preise mit nach Hause gebracht. Also ist ein relativ hoch anerkannter Studiengang. Und aus dem Grund wollte man auch das erweitern. Und in dem Elite-Netzwerk Bayern wird jetzt ein neuer Studiengang auf den Weg gebracht im Themenbereich Satellite Technology, also Schwerpunkt mehr auf Satellitentechnik. Und da arbeiten wir mit allen bayerischen Partnern eigentlich zusammen, von Max-Planck-Institut in Garching über ESA, DLR bis hin zu den Firmen OHB oder Airbus, die großen Raumfahrtfirmen, aber auch mit internationalen Organisationen wie der International Astronautical Federation oder der UN. Eben gerade für dritte Weltländer bemüht sich UN sehr stark, hier zu erweitern. Und
Insofern denke ich, wird da jetzt auch was Spannendes neu beginnen, wenn es Raumfahrtinteressierte gibt. Also kann man gut empfehlen. Die Auswahlquoten werden beim ersten Durchgang noch nicht so hoch liegen wie bei dem Space Master. Man möchte dann eigentlich hier zunächst mal beginnen mit Analysen von so einem Raumfahrtsystem, dann der Design im nächsten Schritt, also die Lösung der Probleme, die man hier analysiert hat, und zu guter Letzt auch Implementierung. Also diese ganzen einzelnen Phasen werden auch praktisch mit eingebaut in das Studium, sodass man mit fortschreitender Kompliziertheit dann schließlich an so einen kleinen Satelliten auch mitbauen kann. Das war die Uni. Das Zentrum für Telematik existiert mittlerweile seit 10 Jahren. Das ist ein Kunstwort, also aus Telekommunikation plus Automatisierung plus Informatik. Und damit kann man dann eine ganze Menge anstellen. Wenn Sie es mit einem Wort sagen, ist es Telerobotik. Also Teleskope fernsteuern wäre ein Potenzial, aber auch Satelliten fernsteuern. Wir arbeiten hier im Bereich der Raumfahrt vor allem an den kleinen Satelliten und an zusammenarbeitenden Satellitenformationen. New Space und abhörsichere Kommunikation kam jetzt als neuestes Gebiet dazu. Aber wir wenden diese Telematiktechniken auch im Bereich der Industrie an, Industrieautomatisierung, wie bei Industrie 4.0, Robotik, Digitalisierung, Fernwartung sind da die Schlagwörter. Und die dritte Abteilung bei uns beschäftigt sich mit mobilen Robotern. Diese ganzen Themen autonomes Fahren, auch Ferneingreifen dann in fahrende Fahrzeuge. Aber auch die Sensorik, um die Umgebung zu erkennen, die Vernetzung der Fahrzeuge voranzubringen. Das sind hier Themeninhalte seit 10 Jahren schon. Und im Bereich der Medizin kann man dasselbe dann auch machen mit Telemedizin, sodass der Patient nicht mehr ins Krankenhaus muss, sondern dass er durch Fernbeobachtung eigentlich immer versorgt werden kann. Das heißt, dieses Institut ist außerhalb der Universität. Die Universität Würzburg ist 600 Jahre alt. Und Sie können sich vorstellen, was das an Bürokratie angesammelt ist. Um konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir ausgegründet und sind natürlich weiterhin freundschaftlich verbunden, aber können hier auch sehr viel schneller Angebote auf den Weg bringen. Es ist organisiert als gemeinnütziger Verein und zur Haftungsbeschränkung gibt es eine 100% Tochter als GmbH. Und die Studenten haben mittlerweile auch eine eigene Firma ausgegründet, um diesen kleinen Satellitenbedarf zu bedienen. Die Firma S-4. Nun, in Würzburg haben wir aktuell 3 Satelliten im Orbit. Der UW1 war 2005 der erste deutsche Pico-Satellit und das Ingenieurmodell ist mittlerweile im Deutschen Museum ausgestellt. Wenn Sie da in die Raumfahrtabteilung gehen, finden Sie den Kameraden. Und die Nachfolger haben dann die Fähigkeiten immer weiter ausgebaut. Die Formationen, also jeder der einzelnen Satelliten ist klein und schwach, aber in dem Team kann man natürlich ganz spannende Sachen machen. Das ist so ähnlich wie bei den Computern. Wenn Sie sich erinnern, früher füllten die ganze Turnsäle. Heute können Sie eigentlich mit viel mehr Leistung mit Ihrem Smartphone hier dasselbe auf den Weg bringen. Das heißt, man hat enorme Miniaturisierung hier. Man hat auf der anderen Seite aber eben auch kooperierende Systeme. Und das ist so die Motivation, die wir hier in der Raumfahrt weiterbringen wollen. Wir haben uns mit Marsfahrzeugen im Auftrag der ESA beschäftigt. Aber wir beschäftigen uns auch mit Rendezvous und Docking, sodass man aus dem Orbit praktisch den Weltraumschrott entfernen kann. Und wir setzen Roboter dazu ein, um die Dynamik der Körper im Weltraum zu simulieren. Dafür haben wir verschiedene Preise hier bekommen.
bekommen. Wir setzen die Roboter allerdings auch ein in der Medizin, zum Beispiel bei Lungenkrebs. Der Patient atmet ja noch und damit geht der Lungenkrebs ständig auf und nieder. Und auf dem Bett, auf der Liege, wo der Patient platziert ist, sitzt unten drunter ein Roboter, der macht genau die Gegenbewegung. Das heißt, der Krebs bleibt immer ständig am selben Ort stehen, trotz der Atembewegung. Und damit kann man mit diesen Maschinen dann hochgenau und präzise das Ganze bestrahlen. Das hat auch einen Ursprung in der Raumfahrt gehabt, dieses System. Das IPS, Instrument Pointing System auf dem Space Shuttle. Da hat man auch die rumturnenden Astronauten, haben das Teleskop gestört. Ja. Und dann hat man so eine Steuerung in ähnlicher Weise auf den Weg gebracht, dass die Astronautenbewegungen ausgeglichen werden und man trotzdem gute astronomische Beobachtungen machen konnte. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Mensch-Maschine-Kooperation, um da möglichst effizient das umzusetzen. Und die Mars Rover, die Hindernisvermeidung, das geht dann in alle möglichen Bereiche, in der Industrie, Logistik, aber auch Fahrzeuge für Senioren haben ähnliche Techniken wie die Mars Rover, die wir für die ESA gebaut haben. Und insofern wurden dann immer wieder Technologieaustausche auf den Weg gebracht. Aber heute wollen wir uns schwerpunktmäßig mit den Satelliten beschäftigen. Und Sie sehen hier, das ist sozusagen der Stammbaum. Der UW1 hat sich mit Internet im Weltraum beschäftigt. Wir haben dann weitergemacht. UW2 hat Lage- und Orbitbestimmung als erstes durchgeführt. Und klar, wenn man weiß, wo man ist und wo man hinschaut, dann möchte man auch gezielt kontrollieren, Beobachtungen durchführen. Die Lageregelung mit UW3 ist seit 2013 im Orbit. Zu UW4 kam noch die Orbitkontrolle hinzu und er ist jetzt sozusagen auf der Startrampe, wird im Laufe des Jahres nach oben gehen. Und wir haben dann mit diesen Techniken eigentlich alles verfügbar, dass man eine Formation da etablieren können, sind 4 Satelliten, die dann praktisch auf Grundlage dieser Vormissionen tatsächlich Formationsflug machen können. Und es ist auch schon die nächste Anwendung von solchen Formationen finanziert. Das ist Erdbeobachtung mit fotogrammetrischen Methoden. Das heißt, aus verschiedenen Blickrichtungen versucht man, dasselbe Zielgebiet zu beobachten. Und durch anschließende Weiterverarbeitung der Beobachtungsdaten dreidimensionale Bilder zu erzeugen. Also insofern eine ganze Palette und mit Zielrichtung eigentlich immer auf den Formationsflug und die Anwendungen. Es gibt auch astronomische Sachen, aber dafür haben wir bisher leider noch kein Geld bekommen. Also da würden wir uns auch sehr freuen, wenn wir das umsetzen könnten, aber das ist noch Zukunftsmusik. Und die drei Partner arbeiten hier eng zusammen. Die Uni Würzburg macht die Grundlagenforschung, also hier die Technologieentwicklung mit den UWIS-Satelliten. Das Zentrum für Telematik ist sozusagen der Technologieentwickler, der die Grundlagen umsetzt in Lösungen, und aber eigentlich nur in der Entwicklung. Und die S-Hoch-4 GmbH setzt das dann um, um es zu vermarkten. Das heißt, sie sind Lizenznehmer von ZFT und vermarkten diese Lösungen. Also insofern ist ein ganzer Kosmos entstanden. Es sind hier auch sehr viele Technologieaspekte, die ich jetzt noch mal kurz zusammenfassen möchte. Der eine wichtige Aspekt ist die Standardisierung von elektrischen Schnittstellen. Das heißt, man hat so eine Art Baukastensystem mittlerweile auf den Weg gebracht. Eine Basisplatine, so ähnlich wie bei Ihrem Computer. Und Sie stecken die einzelnen Untersysteme hier nur drauf, verbinden das und bis Sie schließlich den Satelliten fertig haben. Das heißt, man hat die einzelnen Lego-Bausteine hier in der Box und kann dann jeweils den entsprechenden Satelliten zusammensetzen.
nachdem die gut transportierbar sind, haben sie die hier auch in Realität. Das ist also so eine Basisplatine. Sie sehen hier diese entsprechenden Schnittstellen und mit diesen Zapfen stecken Sie dann einfach das Borddatensystem hier drauf und die anderen werden genauso noch reingesteckt, verbunden und dann hat man das fertig. Ja, das heißt, wenn Sie sehen, die Leistung reicht nicht ganz aus, nehmen Sie einfach eine andere Platine mit stärkeren Mikroprozessoren und die passen genauso rein. Dann tauschen Sie es aus und können wieder testen. Das heißt, die ganze Modularität hilft sehr stark, dass man flexibel wird. Ja, also und wir haben jetzt praktisch verschiedene Bauelemente parat in der Box und können dann entsprechend die Dinge zusammenbauen. Das hat uns im letzten Jahr bei dem Airbus Challenge den ersten Preis eingebracht. Das war ein internationaler Wettbewerb mit 160 Teilnehmern und das zu den Produktionsmethoden künftiger Satelliten konnte man mit diesem Konzept hier überzeugen. Für die Universitäten ist das auch eine spannende Sache, denn man möchte ja eigentlich zusammenarbeiten. Und die eine Universität ist gut bei Teleskopen, die andere ist gut bei Bordcomputern. Man möchte das eigentlich zusammenstecken. Das heißt, wenn man die elektrischen Schnittstellen standardisiert, dann ist das einfacher von den anderen jeweils Komponenten aufzunehmen. Und in UNISEC ist praktisch eine Vereinigung von Universitäten, die Weltraumexperimente betreiben, sind etwa 100 Universitäten weltweit. Und bei UNISEC Europe hat man das standardisiert. Man hat Entwicklungsboards gemacht, sodass man simulieren kann, austesten kann, was dann tatsächlich hier an Reaktionen kommt. Aber das sind so Komponenten, die diese Firma S4 vertreibt. Diese Kleinsatelliten hatten zunächst eine sehr beschränkte Lebensdauer. Und eine der Herausforderungen, die wir hier angegangen haben, ist, Lebensdauer zu erhöhen, obwohl wir ausschließlich kommerzielle Bauteile verwenden. Kommerzielle Bauteile, weil es kostengünstig ist. Sie sehen hier diesen Bordcomputer, sind zwei parallele Mikroprozessoren. Und dank der, das ist jetzt hier auch im Original, nicht wahr? Das heißt, diese beiden Mikroprozessoren und Sie sehen die Speicherchips hier an der Seite, alles redundant. Und über das Ganze wacht so ein einfacher Watchdog, also ein Wachhund, der die beiden kontrolliert und dann jeweils entsprechend umschaltet. Die Bauteile sind alle kommerziell und damit hat man natürlich Probleme mit der Strahlung. Und es passieren eigentlich jede Woche Single-Event-Upsets, das heißt Strahlungsteilchen, die die Bits in den Prozessorenketten umkippen. Und der Watchdog, dieser Wachhund, erfasst das und schaltet dann in Echtzeit um. Das heißt, es passiert so jede Woche so ein Vorgang, aber auf der anderen Seite, von außen kriegen sie das gar nicht mit. Das wird intern durch den Wachhund sozusagen immer wieder umgeschaltet. Und das sind relativ fortgeschrittene Fehlerdiagnose, Fehlerkorrekturverfahren am Werk, die das im Hintergrund dann zuverlässig weiter betreiben. Ja, das heißt, es sind eigentlich neue Konzepte. Sie machen hier Strahlenhärtung durch Software. Ja? Früher hat man Bleiplatten reingetan, um die Strahlung abzuschirmen. Man hat praktisch Bauteile verwendet, die strahlungshart sind. Sie sind nicht wirklich strahlungshart, sondern sie haben einfach dickere Wafer genommen. Die sind nicht so empfindlich gegen Strahlung. Und damit haben sie geringere Wahrscheinlichkeit, dass ein Problem entsteht, aber Probleme entstehen trotzdem. Nicht so oft. Hier
lässt die Software zu, dass Probleme entstehen, aber korrigiert sie. Und sind also neue Ansätze, hätten wir niemals auf dem großen Satelliten austesten können. Auf den kleinen kann man das Risiko auf sich nehmen, kann es ausprobieren. Und hier hat sich gezeigt, es funktioniert. Also besser, als wir je erwartet haben. Das ist mittlerweile über 4 Jahre permanent im Betrieb im Orbit. Also wir haben nicht eine Sekunde Ausfallszeit gehabt bisher. Ein anderer wichtiger Punkt ist diese Lageregelung. Als Astronomen wissen Sie, man muss die Instrumente hochgenau einstellen. Und bei den großen Satelliten ist ja das Lageregelungssystem eine der wesentlichen Komponenten, die viel Energie braucht, die groß sind. Und das zu miniaturisieren, war hier auch eine wichtige Aufgabe. Das heißt, wenn wir den Satelliten klein haben, dann können wir auch ganz andere Effekte nutzen. Das heißt, wir nutzen hier so Magnetfeldspulen, um mit dem Erdmagnetfeldwechsel zu wirken. Und damit können wir den Satelliten drehen. Das sind 2 Freiheitsgraden. Und an der Innenseite all dieser Solarzellen tragenden Seitenpaneele ist so ein Magnettorker eingebaut, eine Magnetfeldspule und die gesamte Elektronik, um das zu betreiben. Aber auch der Sonnensensor. Sie sehen den außen hier, den Sonnensensor, also eine kleine Kamera mehr oder weniger. Und das ist der Verarbeitungschip. Diese 6 Seitenpaneele werden durch einen zentralen Prozessor koordiniert, sodass man hier dann diese Lageregelung entsprechend durchführen kann. Ja, die Magnetfeldspulen reagieren auf Gradienten. Das heißt, sie brauchen eigentlich dann noch eine Richtung, die sie entlang der Magnetfeldlinie zur Drehung nutzen können. Und dafür haben wir ganz kleine Reaktionsräder hier verfügbar. Das ist praktisch mit lokalen Firmen selber gebaut worden. Das ist ein Motorenhersteller, der praktisch Kleinmotoren für Vakuum hat. Und da haben wir uns zusammengetan, eine Schwungmasse drauf und das Ganze versiegelt. Und das alles mit einer Seitenlänge von 2 Zentimetern. Das heißt, wenn Sie jetzt 3 solche Dinger zusammenschließen, dann können Sie eine Dreiachsregelung machen. Und normalerweise wird das dann so zusammengesetzt, dass man 4 Stück hat, sodass man Redundanz wiederum hat, wenn einer ausfällt. Der Trick ist eigentlich, dass man mit einer sehr hohen Rotationsgeschwindigkeit arbeitet, etwa 19.000 Umdrehungen pro Minute. Und damit kommen wir mit einer relativ geringen Leistung zurecht. Also ein Reaktionsrad etwa 150 Milliwatt. Und das heißt, wenn Sie 4 Stück haben, dann ist es weniger als 0,5 Watt. Das heißt, selbst mit den wenigen Solarzellen, die Sie auf dem 10-Zentimeter-Würfel unterbringen, können Sie damit diese Dreiachslageregelung betreiben. Also das war bisher eigentlich auch für diese Kleinsatellitenwelt noch nicht so weit machbar. Wo wir im Moment gerade dran sind, in Zusammenarbeit mit unserer nationalen Raumfahrtorganisation, der DLR, das Institut für IKN, ist das in Oberpfaffenhofen, dass man einen ganz kleinen Laserkommunikationslink hinkriegt. Denn die Telekommunikation ist üblicherweise im UHF-VHF-Bereich. Und da ist natürlich die Bandbreite beschränkt. Wenn man jetzt hier mit Laserlicht arbeiten kann, na gut, es darf nicht bewölkt sein, das muss man dazu sagen. Aber wenn Sie klare, sonnige Tage haben, dann können Sie bis zu 100 Megabit pro Sekunde übertragen. Und spannend ist es im Orbit zwischen den Satelliten, da haben Sie keine Wolken. Das heißt, für die Intersatellitenkommunikation im Orbit ist das eigentlich eine ganz spannende Sache.
Ja, vielleicht auch kurz, wie hat sich diese Kleinsatellitenwelt in den letzten Jahren entwickelt? Man sieht, am Anfang waren das vor allem Universitäten, also diese violett eingezeichneten. Das war so der größte Anteil der gestarteten Satelliten. Aber seit 2014 etwa hat das total umgeschlagen in den kommerziellen Bereich. Also das Grüne sind die kommerziellen Satelliten. Und muss sagen, die Universitäten haben in der Technologieentwicklung ihren Job gut getan. Und so 2013 waren halt die wesentlichen Techniken verfügbar. Und dann haben die kommerziellen angesetzt. Im letzten Jahr gingen 475 solche Kleinsatelliten in Orbit. Und hier ist so ein bisschen wiedergespiegelt, wie sich das gerade entwickelt. Was hier unten eingezeichnet ist, das sind die traditionellen großen Satelliten, das Blaue. Und da sehen wir, das sind ungefähr so um die 50 maximal Satelliten, die pro Jahr hochgeschickt werden. Die Anzahl hat sich stark erhöht durch diesen rosanen Bereich. Das sind diese Kleinstsatelliten, aber einzelne. Also es ist ziemlich angestiegen hier. Wo im Moment großes Wachstum ist, das sind die Mehrsatellitensysteme, also die Konstellationen bzw. die Formationen. Das ist der rote Bereich. Das ist eigentlich im Moment das Hochspannende, wo noch weiter Technologieentwicklung nötig ist. Und man erwartet, dass 2/3 aller Satelliten in den nächsten 5 Jahren in diese Kategorie reinkommen. Was jetzt auch stark eben gepusht wird, ist OneWeb. Das ist ein Netzwerk von Satelliten, aber etwa 200, 250 Kilogramm. Und da sollen 900 Stück hochgeschickt werden. Aktuell sind die ersten 10 auf der Startrampe in Kourou. Ja, vielleicht nochmal im Überblick zusammengefasst. Diese Kleinsatelliten, die bieten praktisch schnelle Innovationszyklen, denn sie bauen die schnell zusammen, schicken sie auch schnell in Orbit. Also keine so langen Wartezeiten wie bei den traditionellen Satelliten. Und sie kriegen schnell Rückmeldung, was funktioniert oder nicht funktioniert. Damit haben wir viel schnellere Innovationszyklen. Anstelle der Kosten von einem großen traditionellen Satelliten, also ein paar hundert Millionen, können sie ganz viele kleine auf den Weg bringen. Auch die Startkosten sind ja sehr signifikant. Je geringer die Masse, umso günstiger der Start. Die dritte Komponente, die die kleinen Satelliten so interessant machen, ist, dass man auch riskante Sachen ausprobieren kann. Dass man also mit kommerziellen Komponenten, vor allem aus dem Handybereich, sehr kleine, leistungsfähige Komponenten hat, die man dann einsetzen kann. Man kann damit weiter miniaturisieren und wie wir vorhin gesehen haben beim Borddatenverarbeitungssystem, wenn man jetzt Software dazu bringt, die das Ganze korrigiert, dann hat man da auch zuverlässige Leistung. Das heißt, was man also erwartet, ist, dass man von den einzelnen Großsatelliten zu verteilten Kleinsatelliten übergeht. Also wie bei den Computern, nicht nur von den großen traditionellen Computern zu den verteilten Handysystemen. Die andere Sache ist, wenn man jetzt, was momentan häufig benutzt wird, sind sogenannte Konstellationen. Und das heißt, jeder einzelne Satellit wird von der Bodenkontrollstation kontrolliert. Das ist eigentlich nicht besonders effektiv. Ja, die Satelliten im Orbit sprechen nicht miteinander. Wenn Sie GPS nehmen, ja, da wird jeder praktisch individuell angesprochen. Was man eigentlich viel lieber möchte, ist, dass die sich oben im Orbit abstimmen, miteinander reden und sich selber organisieren. Denn wenn da mal was schief läuft, Sie müssen ja bei den Konstellationen immer warten, bis dieser Satellitenschwarm wieder über Ihre Bodenstation fliegt. Und das dauert natürlich. Die kleinen Satelliten sind jetzt auch mittlerweile ernstzunehmende Quelle, um Wissenschaft zu machen. Das heißt, die amerikanische National Academy of Science hat
hier ein eigenes Buch auf den Weg gebracht, Achieving Science with CubeSat. Das kann man kostenfrei runterladen, also bei National Academy of Science. Was auch spannend ist, der aktuelle NASA-Chefwissenschaftler Thomas zu buchen, ist ein Mensch, der aus der Kleinsatellitenwelt kommt. Und er fördert das nun innerhalb der NASA auch ganz massiv. Bei verschiedenen wissenschaftlichen Organisationen, COSPA ist ja so eine weltweite Vereinigung der praktisch physikalischen Wissenschaften, der Planetologen, der Astronomen, die hier in dem Satellitenbereich zusammenarbeiten. Da wird gerade eine Roadmap entwickelt, wie praktisch eine Zusammenfassung, wie sich diese Kleinsatellitenwelt weiterentwickeln wird. Zu den Schwärmen. Man überlegt sehr stark, wie kann man möglichst effektiv das machen. Und Sie sehen, sind jetzt nur mal zwei Satelliten für den Anfang. Das heißt, wenn ich am Nordpol den roten Satelliten unter dem grünen habe und am Südpol den grünen unterhalb des roten, dann haben die im Durchschnitt dieselben Störkräfte durch Atmosphäre zum Beispiel, durch Gravitation. Das heißt, man nimmt so einen Helix-Orbit, wie so eine DNA ist das Ding verdrillt und während einer Umlaufbahn macht man praktisch eine Rotation dieser Helixstränge. Das ist hier dargestellt. Ja? Also grün oben drüber, dann ist es rechts, dann ist es unten drunter und auf der Rückseite ist der Grüne halt links vom Roten. Das heißt, die drehen sich umeinander und damit haben sie im Durchschnitt praktisch genau dieselben Störkräfte. Das heißt, man sucht sich solche Orbits aus, dass man möglichst wenig korrigieren muss. Und das kann man verallgemeinern. Was Sie hier sehen, ist sozusagen auf dem einen Helix-Orbit ist dieser Referenzsatellit und auf dem zweiten Helix-Orbit lässt man drei Satelliten um den virtuellen Mittelpunkt kreisen. Und auf einmal hat man eine Situation, wo die vier Satelliten im Durchschnitt dieselben Störkräfte haben. Oder Sie nehmen einen in der Mitte und die drei rotieren um den rum. Also das sind alle möglichen Szenarios, die gerade untersucht werden. Ziel ist immer, dass man möglichst wenig Treibstoff verschwendet, um hier zu korrigieren. Für solche Aufgaben haben wir von dem European Research Council einen Advanced Grant zugesprochen bekommen. Das heißt, unser Wissenschaftsteam in Würzburg hat 2,5 Millionen hier bekommen, um das im Orbit auszuprobieren. Das heißt, man braucht hier mindestens 4 Satelliten. Damit können wir erstmalig in dreidimensionalen Raum gehen. Wenn Sie nur 2 Satelliten haben, wie gerade am Anfang, dann können Sie sich näher kommen oder weiter auseinander driften. Das ist eine eindimensionale Bewegung. Wenn Sie 4 Stück haben, dann sind Sie wirklich im dreidimensionalen Raum. Sie können die Pyramide haben und haben dann dreidimensional. Und diese Herausforderungen werden hier erstmals weltweit angegangen. Ja, und das ist dann wiederum für Anwendungen auch wieder hochspannend. Um das mal, das ist so eine Realisierung. Das heißt, die 4 rotieren über so einen einen virtuellen Mittelpunkt und während der Umlaufbahn hat man dann praktisch immer wechselnde Beobachtungsrichtungen zur Erde hin. Aber 4 Satelliten kann man auch ganz anders realisieren, zum Beispiel in dieser Form. Das heißt, die drehen sich um sich selber, aber sind mehr oder weniger immer so ein bisschen in der Reihe. Ne? Aber rotieren auch wiederum um den virtuellen Mittelpunkt. Das heißt, solche verschiedenen Muster der Zusammenarbeit, um möglichst gut Beobachtungen durchzuführen und möglichst wenig Energieverbrauch zu haben durch die verschiedenen Störeinflüsse. Das ist hier mal in der Mathematik eine wichtige Grundlage. Das ist alles auch hochspannend im Bereich Kommunikation anzuwenden. Was wir aktuell gerade erleben, dieses Internet der Dinge. Ja, also man hat Sensorknoten, diese Punkte sind hier eingezeichnet.
Sie sehen, das konzentriert sich hier China, Japan in der Ecke, USA, Europa. Man erwartet praktisch, dass hier in diesem Internet der Dinge bis 2020, also nicht weit weg von heute, mehr als 25 Milliarden Geräte weltweit vernetzt werden. Also 25 Milliarden ist schon eine ganze Menge. Und wenn Sie in Städten sind, dann ist das natürlich das Glasfaserkabel. Wenn Sie weiter rausgehen, ja, mit Funk wird eine ganze Menge übertragen. Aber wenn Sie noch weiter weggehen, wenn Sie zum Beispiel Ölplattformen auf hoher See nehmen oder Flugzeuge, die interkontinental fliegen, haben Sie gelesen, die Post will Drohnen einsetzen, um Pakete zuzustellen, dann fliegen Sie halt gewisse Strecken und haben nicht Glasfaseranschluss. Das heißt, da redet man heute von dem Internet of Space, wo man über Satelliten entsprechende Vernetzungsinfrastruktur bereitstellt. Wenn das nur 10% der Anwendungen hier sind, ja, von 25 Milliarden, dann sind es immer noch 2,5 Milliarden. 2,5 Milliarden Geräte, und damit rechnet sich das auch, so eine Infrastruktur auf den Weg zu bringen. Also dieser Sektor ist für die Satelliten gerade besonders interessant. Und in dem Bereich tut sich im Moment sehr viel. Firmen wie OneWeb bringen gerade 900 Satelliten in den Orbit. Wie schon gesagt, die ersten 10 sind auf der Startrampe. Die nächsten werden in der Fabrik in Florida gebaut. Diese Fabrik wird auch gerade schon auf den Weg gebracht. SpaceX will 4000 Satelliten hochbringen. Ziel ist immer, Internet aus dem Weltraum bereitzustellen. Samsung 6000. Also, wenn Sie mal sich das überlegen, vorhin haben wir gerade gesehen, durchschnittlich wurden jetzt pro Jahr 50 hochgeschickt. Dann können Sie sich vorstellen, was da für eine Revolution eigentlich am Laufen ist. Das sind größere Satelliten, aber auch kleinere, wie bei Sky und Space. Also da passieren im Moment eigentlich umwälzende Sachen. Ein wichtiger Punkt bei solchen Telekommunikationsanwendungen ist immer, wie kann ich das vernünftig übertragen, dass nicht jeder mitlauscht. Da gab es auch im letzten Jahr enorme Durchbrüche. Diese abhörsichere Kommunikation haben die Chinesen vor allem bahnbrechend umgesetzt. Sie sehen hier diesen Misius-Satellit. Der erzeugt hier mit einem Quantencomputer Verschlüsselungen, also Schlüssel, die sehr lang sind. Und mit einem Laserlink werden die zu den Gesprächspartnern am Boden geschickt. Die Gesprächspartner nutzen dann diese Schlüssel, um abhörsicher mit der Bodenstruktur dann die Datenübertragung durchzuführen. Der Schlüssel kommt aus dem Orbit und ermöglicht dann am Boden die sichere Kommunikation. Das heißt, man hat zweimal Quantentechnologie im Einsatz. Einerseits zur Erzeugung der Schlüssel und dann mit dieser Laserdatenübertragung stellt man sicher, dass niemand mitlauschen kann. Im Prinzip kann man ja in einen Laserstrahl immer einen Spiegel reinstellen und diese Lichtinformation ausblenden, mitlauschen. Und wenn man dann den Schlüssel hier mit erfragt hat, kann man natürlich auch an der Bodenkommunikation mitlauschen. Der Trick ist nun, dass man sogenannte verschränkte Photonen nutzt. Das heißt, man hat Photonen, die wechselwirken, das ist auch wieder ein Quanteneffekt. Wenn jetzt jemand mit einem Spiegel ein Photon ausblendet, dann kippt das andere, das Nachbarphoton, auch mit um. Das heißt, der Schlüssel verändert sich. Sobald jemand irgendwie zu manipulieren versucht, ist der Schlüssel weg. Und damit können Sie absolut abhörsicher kommunizieren. Die Chinesen haben das mit einem Satelliten gemacht, 200 Kilogramm schwer. Wir sind im Moment im Auftrag vom Bundesforschungsministerium dran, einen kleinen Satelliten zu bauen in der 3-Kilogramm-Klasse. Das passiert gerade in Würzburg.
Die ganze Infrastruktur, um den Satelliten zu betreiben, ist hier in dem Boden, ja, in diesem 10x10 cm Würfel. Oben rein kommt praktisch ein Quantencomputer und ein optischer Link. Damit möchten wir eigentlich ermöglichen, dass viele Satelliten permanent Schlüssel verteilen können zu Bodenstationen, sodass man dann ja, ganz kommod telefonieren kann. Sie können natürlich so einen Satelliten auch nehmen und ein Teleskop da reinstecken. Ja, also, das heißt, der Satellit stellt Funktionen zur Verfügung, eine Ausrichtgenauigkeit, Stromversorgung und so weiter. Und die Nutzlasten füllen dann diesen blauen Bereich. Unsere Ausgründung beschäftigt sich damit auch, dass man so ein weltumspannendes, sicheres, echtzeitfähiges Netz auf den Weg bringt. Und Sie sehen eben, diese Satelliten auf erdnahen Umlaufbahnen haben relativ hohe Geschwindigkeiten. Etwa 90 Minuten für eine Erdumrundung in 600 Kilometer Höhe. Und Sie sehen, hier wird praktisch von der Bodenstation zum ersten Satellit weiter verbunden zum zweiten und dann runter zum Boden. Was man hier gut verfolgen kann, man hat ständigen Wechsel zwischen den übertragenden Satelliten. Aber man hat permanent eine Verbindungsmöglichkeit. Das heißt, mit nur 50 Satelliten kann man einen permanenten Kontakt sicherstellen. Mit den kleinen Satelliten können Sie natürlich keine riesen Bandbreite übertragen. Aber für ein Telefongespräch reicht das zum Beispiel. Also man kann da mit geringer Bandbreite sehr viele, also praktisch permanent Daten übertragen. Und diese beschränkte Bandbreite ist bei Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, bei Anwendungen in der Logistik, aber auch bei Notfalleinsätzen nach Erdbeben, nach Vulkanausbrüchen, ist das eigentlich, es muss halt schnell gehen. Und das könnte man hier kostengünstig realisieren. Das heißt, die ganze Kommunikation läuft auf solchen kleinen, kostengünstigen Satelliten und sie haben kaum Verzögerung. Wenn sie erdnah sind, sind die Distanzen natürlich nicht so groß. Dafür wurden jetzt so eine ganze Familie auf den Weg gebracht, von den kleinen 10x10 Satelliten, wie wir es hier sehen, bis hin zu 20x20x40. Das heißt, wir sind damit auf jeden Fall unterhalb dessen, was die etablierten Firmen interessiert. Die fangen bei 100 Kilogramm an. Und was man hier sieht, ist so eine Logistikanwendung. Sie haben vielleicht gehört, die neue Seidenstraße, die Chinesen propagieren. Da sollen die Waren von China per Eisenbahn nach Europa kommen. Das geht hinter den Himalaya vorbei, durch viele Wüsten, also wenig besiedeltes Gelände. Man möchte dann eine Satelliteninfrastruktur auf den Weg bringen, die diese Züge praktisch begleitet durch diese sehr dünn besiedelten Gebiete. Das heißt, Daten aus allen Waggons werden gesammelt, nach oben geschickt zu so einem Kleinsatelliten, zum Beispiel Temperaturdaten aus den einzelnen Waggons. Etwa ein Drittel aller Waren, das ist erstaunlich, verdirbt auf der Reise. Also so ist heute der Stand. Und wenn ich ständig weiß, was eigentlich hier in dem Waggon für Temperaturen herrschen, kann ich schneller reagieren. Mit GPS ist ja die aktuelle Positionsbestimmung auch kein Problem. Sie sehen ja, diese Strecke geht zum Teil durch Sibirien durch. Da werden öfters mal Eisenbahnwaggons abgezweigt. Und erleichtert von ihren Waren. Ja. Das heißt, das kriegt man hier dann unwahrscheinlich schnell mit und kann dann entsprechend reagieren. Hier sehen Sie das nochmal im Video. Der gelbe Punkt ist der Zug auf dem Weg von Europa nach China. Und das sind nur wenige Satelliten, nur 18 Stück. Die stellen sicher, dass sie praktisch mit maximal 10 Minuten Abstand immer wieder aktuelle Daten bekommen. Ja, mit Erdbeobachtungssatelliten kann man auch Brückensituationen erfassen und diese ganzen
Abläufe dann genau beobachten. Anderes großes Thema, das gerade in Würzburg realisiert sind, sind Pico-Satellitenformationen zur Erdbeobachtung. Diese drei Satelliten beobachten praktisch denselben Oberflächenpunkt auf der Erde. Und was man hier machen möchte, ist praktisch dreidimensionale Bilder, um die Höhe der Aschenwolke bei einem Vulkanausbruch zu charakterisieren. Sie erinnern sich vielleicht noch, 2010, da ist dieser isländische Vulkan, der Eyjafjallajökull, ausgebrochen. Und für 10 Tage war praktisch der ganze Flugverkehr in Europa erledigt. Man konnte nicht so richtig vom Boden messen, in welcher Höhe saust denn die Aschenwolke gerade rum. Mit diesen Satelliten könnten sie das durch die verschiedenen Blickrichtungen relativ gut auslesen. Man könnte damit dann eben sagen, wie kann man oben drüber fliegen oder unten drunter. Auf jeden Fall diese gefährlichen Aschenwolken dann verhindern. Das wird jetzt gerade realisiert. Es haben sich mittlerweile auch Partnerregionen mit angeschlossen. Das heißt aus USA, aus Oberösterreich, aus Kanada, Quebec, in Brasilien, São Paulo, Shandong in China und Cape Town in Südafrika, Kapstadt in Südafrika, steuern auch Satelliten mit dazu. Und die müssen zusammenarbeiten, je mehr umso besser, um dann solche Aschewolken oder andere dreidimensionale Strukturen an der Erdoberfläche zu realisieren. Die große Herausforderung ist, dass diese drei kleinen Satelliten genau denselben Oberflächenbereich erfassen. Wäre beim astronomischen Anwendungsfall genauso. Man müsste hochgenaue Lageregelung haben, aber durch diese kleinen Reaktionsräder, die ich vorhin gezeigt habe, kann man das ganz gut hinbekommen. Das heißt, die Satelliten müssen miteinander reden, sich gegenseitig abstimmen, sodass sie die Beobachtung gemeinsam durchführen. Das heißt, auch Telekommunikation zwischen den Satelliten ist wichtig, dass sie sich koordinieren, abstimmen können. Auch da ist wieder Lageregelung wichtig, dass man dann auch hier die Signale in die richtige Richtung schickt. Ein anderer Bereich, wo wir tätig sind, sind Produktionsmethoden. Wir haben gehört, dass es sich im Moment dramatisch ändert von 50 Satelliten traditionell pro Jahr hin zu ein paar Tausend pro Jahr. Und das heißt, wir nutzen unseren Baukasten, der standardisiert ist, machen in Zusammenarbeit von Mensch und Roboter eine effiziente Integration. Durch Roboterfahrzeuge werden dann die integrierten Bauteile in die Testbereiche gebracht und wieder zurück. Auf die Art und Weise kann man die hohe Qualität dann sicherstellen. Also durch größere Stückzahlen ermöglicht uns das auch, mehr Automatisierung einzuführen. Ein ganz neues Feld für die Raumfahrt. Da wird bisher alles per Hand gemacht. Denn wenn Sie nur 50 bauen, ja, weltweit, das ist in Deutschland vielleicht einer, na, dann macht es keinen Sinn, dass man großartig automatisiert. Das sind Dinge, die sind eigentlich für den ganzen Bereich, diese Techniken, hochsichere Systeme, das hilft uns auch in unserem Alltag. Hochminiaturisierte Systeme für alles, was mobil ist, muss man nicht viel Energie verschwenden. Oder Telematiksysteme, die Daten reisen lassen und nicht Menschen. Das heißt also, diese Raumfahrtsachen ist der Antrieb für die Entwicklung, aber diese Resultate können Sie in vielen Bereichen dann anwenden. Es ist im Moment eine sehr spannende Zeit für diese kleinen Satelliten, denn diese Standardisierung bringt sehr stark voran. Die Fähigkeiten wie Lagebestimmung, Lageregelung sind auch für die kleinen Satelliten jetzt realisiert. Man hat zuverlässige elektronische Systeme für die Borddatenverarbeitung und auch die Orbit-Kontrollmöglichkeiten durch Elektroantriebe sind jetzt verfügbar.
Das heißt, all die Basistechniken, um vernetzte Satelliten auf den Weg zu bringen, sind da. Und man kriegt praktisch durch solche Netzwerke eine höhere örtliche und zeitliche Auflösung der Beobachtungsdaten. Damit sind ganz neue dynamische Prozesse auch charakterisierbar. Durch Zusammenarbeit können diese Satelliten komplexere Aufgaben lösen und auch schneller das Ganze durchführen. Gleichzeitig hat man eine höhere Fehlertoleranz und Robustheit. Wenn mal einer von 100 ausfällt, na, dann haben sie halt 1% weniger Leistungsfähigkeit. Aber das Ganze geht weiter. Das heißt, nach einem Vulkanausbruch können sie halt mehr hochschicken und damit höhere Auflösung haben. Sonst im Normalfall haben sie sozusagen eine Basisflotte im Orbit, die sie dann aber entsprechend ergänzen können. Was uns auch sehr fasziniert, ist, dass wir dadurch international mit vielen Universitäten zusammenarbeiten können. Ich habe das an dem Beispiel von dem Tim und Tom gezeigt, wo eben 5 Kontinente mitmachen, Satelliten beisteuern und im Orbit arbeiten wir dann entsprechend zusammen. Hat viele Partnerschaften jetzt auch auf der Erde schon auf den Weg gebracht. Insofern hoffe ich, konnte Ihnen zeigen, dass diese Kooperation von Kleinstsatelliten ein spannendes Gebiet ist, dass man damit eigentlich ganz neue Türen in der Raumfahrt aufmacht, kostengünstige Satelliten realisieren kann, aber durch Teamarbeit spannende, neuartige Leistungen auf den Weg bringen kann. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.